Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ich hätte nicht gedacht, dass es nochmal einen zweiten Teil gibt. Ja, heute geht es darum, warum ist meine Box leer? Viel Spaß. Oder auch nicht. So, hallo liebe Leute, ihr wundert euch, warum ich hier bestimmt in Badehose bei diesen doch sehr frischen Temperaturen am Wasser hocke. Ja, und zwar wird es wohl die nächste Zeit keine Quadrocopter-Videos geben, denn ich habe heute meinen TBS Discovery mit, ja, 1800 Euro ungefähr, knappe 2000 Euro habe ich heute hier versenkt. Ja, es war zwar direkt am Rand, ich habe jetzt hier noch ein bisschen versucht, irgendwie nicht direkt zu tauchen, aber irgendwie mit den Füßen ein bisschen versucht zu fingern. Die Strömung ist auch schon recht stark. Ja, der Kopter ist weg. Und bis ich mir einen neuen leisten kann, das wird wohl eine ganze Weile dauern. Tut mir leid, ich hätte euch gerne noch weitere schöne Bilder gezeigt, vor allem, weil das hier doch recht schön und imposant gerade ist, mit den Bäumen und den Sonnenuntergang und alles. Ja, sollte halt nicht sein. Ich habe den Baum übersehen, weil die Sonne geblendet hat. Und ja, weg ist er. Tut mir leid. Ja, also mein Kopter ist abgestürzt und wird auch so schnell nicht wieder auftauchen. Die Strömung da ist doch recht stark. Ich habe jetzt schon zweimal versucht, da reinzuspringen bzw. reinzuklettern und versucht, den da irgendwie zu finden, aber keine Chance. Der Kopter ist weg. Ärgert mich natürlich sehr. Deshalb, Leute, 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 bitte. Würde mich sehr freuen, wenn ihr jeder, und wenn es nur 10 Cent sind, also 10 Cent von jedem würden mir schon reichen, würde mich freuen, wenn ihr mich ein ganz klein wenig unterstützen könnt. Ich versuche natürlich einen neuen Kopter aufzubauen, kein Thema, aber momentan habe ich das Geld komplett dafür nicht. Ich versuche das aber so schnell wie möglich hinzukriegen. Ich danke euch trotzdem, dass ihr mich bis jetzt alle abonniert habt, dass ihr mir zugeschaut habt, dass ihr mir Daumen hoch gegeben habt. Ja, aber damit endet meine Serie Spaß mit Quadrocopter vorerst. Und ja, danke für meine mittlerweile über 230 Abonnenten. Hat mir Spaß gemacht, euch zu unterhalten. Und ich hoffe, wir sehen uns, also ich mache ja noch weitere Videos, nicht nur von Quadrocoptern, aber ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal wieder in einem weiteren Quadrocopter-Video. Dankeschön. Ciao.